Kein anderer Hedgefonds auf diesem Planeten hat für seine Anleger so viel Geld verdient wie der Pure Alpha. Das ist ein absoluter Joke, dieser Spruch, weil der Pure Alpha absolut mittelmäßige, Ausrufezeichen, mittelmäßige, sogar eher schlechte Renditen in den letzten 20, 25 Jahren produziert hat. Gerd Kommer entzaubert den Mythos um den vermeintlich oder um die vermeintliche Investment-Legende Ray Dalio. In diesem Video erfährst du, wie sich Ray Dalio mit einer mittelmäßigen Performance ein Milliardenvermögen aufgebaut hat. Herzlich willkommen, Gerd. Wie geht's dir? Freut mich sehr, Balthasar. Mir geht's gut. Es ist Freitag. Ja, ich freue mich jetzt auf unser Gespräch über Ray Dalio und die Hedgefondsbranche. Ja, dann leg doch gleich mal los, oder? Ich muss sagen, du hast mich ein wenig erschüttert, als wir im letzten Video auf dieses Thema gekommen sind und auch im Vorgespräch, denn ich bin ja eigentlich ein großer Fan von Ray Dalio. Ich habe all seine Bücher gelesen, ob es jetzt über die Schuldenzyklen geht, ob es über die Principles for Life und Business geht, ob es über die Principles of Changing New World Order geht. Ich habe alles gelesen und studiert und jetzt kommst du und sagst, Moment mal, so einfach ist es gar nicht. Ray Dalio ist nicht diese Investmentlegende, für den ihn alle halten. Da musst du jetzt natürlich liefern. Gerne, ja. Also nach 3 Jahren haben wir einen Blogbeitrag zu Ray Dalio und seinem ganz berühmten Hedgefonds, Pure Alpha 2 heißt er, oder auch nur verkürzt bezeichnet Pure Alpha, publiziert. Ich kann nur empfehlen, den Blogbeitrag nochmal zu googeln. Ich glaube, der hatte damals die Überschrift Ray Dalio, der Lack ist ab. Und in diesem Blogbeitrag haben wir mal die Zahlen zu diesem berühmt, zu dem berühmtesten Hedgefonds, wenn du so willst. Also jedenfalls unter den Menschen, die sich so ein bisschen mit der Hedgefondsbranche beschäftigen, ist das der berühmteste Hedgefonds. Es ist auch der größte einzelne Hedgefonds, ne? Der hat so circa 50 Milliarden, damals zumindest hatte er 50 Milliarden verwaltetes Kundenvermögen. Das sind natürlich in erster Linie institutionelle Anleger. Also du und ich, so der kleine Privatanleger, kann da nicht investieren. 50 Milliarden ist für einen Hedgefonds gigantisch, ne? Also die meisten Hedgefonds sind erstaunlich klein. Für einen ETF, zumindest in den USA, oder einen Indexfonds und auch einen normalen aktiv gemanagten Investmentfonds, Publikumsfonds, ist 50 Milliarden jetzt weltweit gesehen eigentlich nicht besonders groß. Aber in der Hedgefondsbranche ist es groß. Und Ray Dalio zum Beispiel vermarktet diesen Fonds mit einem Statement, das auch immer wieder von Journalisten und YouTubern und Influencern eilfertig nachgebetet wird. Und dieser Spruch lautet, der Marketingspruch von Bridgewater, so heißt die Firma, der lautet: Kein anderer Hedgefonds auf diesem Planeten hat für seine Anleger so viel Geld verdient wie der Pure Alpha. No other hedge fund has made more money for its investors than Pure Alpha in ever. Ja. Und das ist ein absoluter Joke, dieser Spruch. Und dass irgendein Journalist sowas einfach wiedergibt als authentischen, verlässlichen oder irgendwie relevanten Spruch, das spricht Bände. Also das spricht deswegen Bände, weil der Pure Alpha, wir kommen dann gleich drauf, und das war auch damals in dem Blogbeitrag so, absolut mittelmäßige, Ausrufezeichen, mittelmäßige, sogar eher schlechte Renditen in den letzten 20, 25 Jahren produziert hat. Den Fonds gibt es seit 33 Jahren. Also in den ersten 10, 15 Jahren, grob gesagt, war er ganz gut, nicht unglaublich gut, das wäre, glaube ich, auch übertrieben, aber gut. Aber in den letzten 20 plus Jahren sieht die Bilanz sehr mau aus. Und wenn jetzt dann Ray Dalio sagt, niemand, kein anderer Hedgefonds hat mehr Geld für seine Anleger verdient, ja, klar, den Pure Alpha gibt es seit 33 Jahren, das ist ungewöhnlich lange für einen Hedgefonds, und er ist ein großer Fonds, ne? Dann ist ja klar, dass
da mehr Geldeinheiten, also Rendite-Geldeinheiten herauskommen als bei einem kleinen Fonds, der vielleicht besser verdient. Aber so oder so, diese Erträge für die Anleger, die sind absolut Pillepalle, Peanuts im Vergleich zu dem, was zum Beispiel der größte Indexfonds der Welt, ein S&P 500-Fonds von Vanguard, den es auch seit 30, 40 Jahren gibt, für seine Anleger verdient hat. Also viel, viel mehr, weil der Fonds, der Vanguard-Fonds, natürlich viel größer ist und insgesamt mindestens genauso hohe, wenn nicht sogar höhere Renditen produziert hat. Vielleicht schauen wir uns einfach mal, bevor es zu langweilig wird, sozusagen diese Zahlen, die ich jetzt anekdotisch einfach nur erwähnt habe, mal kurz an. Und du kannst diese Tabelle einblenden, in der es um die Renditen von dem Bridgewater Pure Alpha 2 Fund geht. Also das ist hier die mittlere Spalte. Und verglichen wird dieser Bridgewater Pure Alpha mit einem ganz demütigen, einfachen 60-40 ETF-Portfolio, also ein ETF-Portfolio aus 60% S&P 500 Indexfonds und 40% mittelfristige amerikanische Staatsanleihen. Sowas hätte Magst du man kurz vor. erklären, warum? Warum hast du die Benchmark gewählt? Ja, gute Frage. Also sagen wir mal, Hedgefonds sind ja, der Name sagt es ja, hedgen heißt absichern. Hedgefonds, das Ziel von Hedgefonds ist nicht zwangsläufig die absolute Rendite zu maximieren, also den höchsten möglichen Ertrag oder die Rendite zu produzieren, sondern einen soliden, guten Ertrag bei minimalem oder sehr wenig Risiko. Ja? Und vereinfacht gesagt ist das 60, ein 60, sogenanntes 60-40 Buy-and-Hold-Portfolio aus Indexfonds ist sozusagen so eine Standard-Benchmark für viele Hedgefonds, die deswegen gewählt wird, weil so ein Portfolio, so ein 60-40-Portfolio, die Downside und die Volatilität, also zwei Risikomaßstäbe, die hier ja auch unten in der Tabelle gezeigt werden, so ein 60-40-Portfolio mindert die Volatilität eines Portfolios, eines Depots schon drastisch. Ne? Also die Volatilität zum Beispiel hier für das 60-40-Portfolio mit 11%, die ist ungefähr die Hälfte von einem reinen S&P 500 Portfolio. Okay. Das hätte 20% Vola gehabt auf lange Sicht. Und auch beim Maximum Drawdown ist sogar die Abmilderung des Risikos durch die 60-40-Konstellation noch stärker. Also der S&P 500 hätte um die 50% Maximum Drawdown gehabt in diesen 33 Jahren, die hier gezeigt werden. Und du siehst ja auch, dass diese beiden Risikokennzahlen, also 60-40-Portfolio versus Bridgewater Pure Alpha, die liegen in ähnlichen Größenordnungen. Und deswegen macht also das Benchmarken eines Hedgefonds, wenn ich jetzt keine absolut wissenschaftliche Methode benutzen möchte, sondern sehr einfach vorgehen möchte, macht Sinn. 60-40 ist sozusagen der Standard, die Standard-Benchmark für einen Hedgefonds. Ne? Bei der Volatilität ist unser 60-40-Portfolio besser, also weniger volatil. Bei Maximum Drawdown ist es ein bisschen schlechter als der Bridgewater. Aber beides zusammen genommen, würde ich mal sagen, ist das Risiko ungefähr das gleiche. So, und jetzt gucken wir uns mal die Renditen an. Also wir fokussieren auf die mittleren beiden Spalten, die Hedgefondsbranche insgesamt ganz rechts, die ignorieren wir einfach mal. Die werden wir heute auch nicht weiter besprechen. Das kann ja jeder dann für sich, der heute zuschaut, noch separat sich anschauen, wie armselig der Hedgefondsektor seit über 30 Jahren insgesamt performt. Ich habe hier alle Zeiträume in grün schattiert, die sozusagen die höchsten Zahlen in der Tabelle sind. Und wir können sehen, wenn wir jetzt mal von unten anfangen mit dem Jahr 2021, 2023, Entschuldigung, also das letzte abgelaufene Kalenderjahr, da hatte unser 60-40-Portfolio in US-Dollar gerechnet, wohlgemerkt, knapp 17% Rendite und unser Ray Dalio Bridgewater Pure Alpha Fonds minus 8%. Also das ist schon mal Katastrophe, ne, Die hat für die einen Rallye Fonds. geschortet. Ja. Aber wenn wir jetzt zunehmend weiter in die Vergangenheit
zurückgehen, also die letzten 5 Jahre, dann sieht es ja ebenso armselig aus für den Bridgewater Pure Alpha, sogar eigentlich noch viel schlimmer, weil diese Unterperformance sich sozusagen über einen viel längeren Zeitraum dann manifestierte. Und wenn ich zunehmend immer in 5 Jahresschritten, weil ich die Tabelle halt einigermaßen klein halten und einfach halten wollte, zurückgehe, wir brauchen das jetzt nicht alles im Einzelnen durchgehen, wie gesagt, kann sich jeder genauer anschauen, dann sehen wir, dass sogar noch in den letzten 25 Jahren, Entschuldigung, jetzt habe ich in den letzten 20 Jahren, hier ist ein Feld falsch markiert, fällt mir gerade auf, mea culpa. Also wir müssen 20 Jahre, sogar 21 Jahre, aber hier werden ja nur 5 Jahresintervalle gezeigt, zurückgehen und erst jenseits von 20 Jahren weiter zurückgehen als 20 Jahre, fängt unser Pure Alpha an, endlich mal ein bisschen moderate Outperformance zu produzieren. Aber in den letzten 20 Jahren, 21 Jahren genau genommen, seit 21 Jahren ist der Pure Alpha ein Sucker-Investment. Und das ist, was ich meine. Und trotzdem, und jetzt können wir vielleicht auch die Tabelle wieder ausblenden. Diejenigen, unter den Zuschauern, die genauer hinschauen wollen, können sich das ja im Standbild dann anschauen. Trotzdem wird Ray Dalio also sozusagen angebetet von der Investor-Community und auch von sozusagen konventionellen Finanz- und Investmentjournalisten, selbst der Economist, also eine Zeitschrift, auf die ich sehr viel gebe, die ich seit 20, 25 Jahren jede Woche lese. Ich glaube, das beste sag mal, Wirtschaftsmagazin weltweit. Die Findest du schreiben noch? in. Ich habe den auch lange gelesen, den Economist. Ich habe irgendwann aufgehört, weil er wirklich schon auch, es ist sehr, sehr viel. Also wir haben ja fast 80 Seiten pro Woche. Genau, Liest du ja. noch und sagst, es ist gut? Ja, also selektiv. Ich lese keine 80 Seiten, aber picke mir da halt die 5, 6 Artikel raus, die mich interessieren. Und gut, dass du mich unterbrochen hast. Also selbst der Economist beschreibt also Ray Dalio als Superstar-Manager und wiederholt diesen dämlichen Spruch, den ich vorhin zitiert habe, als ob der irgendwas ausweisen würde. Ne? Und vielleicht noch zum Schluss, und dann lasse ich dich endlich mal wieder zu Wort kommen, ist also was mich am meisten sozusagen, was ich am merkwürdigsten finde, am bizarrsten finde und eigentlich auch am armseligsten finde in der Berichterstattung über Hedgefonds und Ray Dalio ist halt nun mal sozusagen der berühmteste Hedgefondsmanager, ist, dass der persönliche Reichtum von diesen Hedgefondsmanagern, also den Gründern dieser Hedgefondsfirmen und Ray Dalio, wie gesagt, ist das perfekte Beispiel, aber Jim Simons, Bill Ackman, Paul Singer und so weiter, und wie die alle heißen, also sind genau die gleichen Fälle. Die sind alle Milliardäre. Ne? Ray Dalio hat ein Vermögen, den Medien zufolge, von 15 bis 19 Milliarden Dollar. Und in jedem depperten Artikel über Ray Dalio achtet der Journalist oder der YouTuber oder der Finfluencer peinlichst darauf, das zu erwähnen. Ne? Ne? Und als ob diese 19 Milliarden Vermögen von Ray Dalio irgendetwas aussagen würden über die Renditen der Anleger in Ray Dalios Fonds, also zum Beispiel im Pure Alpha. Sie sagen nichts aus. Und man kann also diese 19 Milliarden persönliches Vermögen von Ray Dalio, die kommen natürlich nicht aus tollen Renditen. Ray Dalio ist ja unfähig, tolle Renditen zu produzieren, wie wir jetzt gerade gesehen haben, sondern sie kommen aus seinem Unternehmen, aus Unternehmertum. Wenn du dir vorstellst, dass ein normaler Hedgefonds, und das gilt auch für Pure Alpha, 2 bis 3% Assets Under Management Fee, Vermögensverwaltungsgebühr bekommt pro Jahr, aus dem verwalteten Vermögen. Und wenn du dir vorstellst, dass Ray Dalios Firma Bridgewater seit 1975, das sind bald 50 Jahre, existiert, und dann brauchst du nur auszurechnen, okay, die ganze Bridgewater-Firma hat heute Medienberichten zufolge irgendwo so zwischen 100 und 150 Milliarden verwaltetes Vermögen. Das ist eigentlich für eine Fondsgesellschaft gar nicht viel. Also das ist Tropfen im Ozean im Vergleich zu BlackRock oder Vanguard. Aber für eine Hedgefondsfirma ist es viel.
Und wenn du davon 2,5% nimmst, Ray Dalio gehört 50% der Firma, früher gehörten ihm noch mehr, dann kommst du auf diese 19 Milliarden. Das hat mit Renditen, die er für sich selber angeblich produziert hat, überhaupt nichts zu tun, sondern das ist einfach Unternehmertum und sozusagen Gewinne, die sein Unternehmen produziert hat. Und das wird aber ständig wird von den Medien suggeriert, weil Ray Dalio 19 Milliarden Nettovermögen hat, Net Worth hat, müssen wohl auch seine Anleger toll verdient haben. Die Zahlen werden ja nie gezeigt, ne? Die Zahlen, die ich jetzt hier zusammengetragen habe, kann jeder Journalist auch zusammentragen, aber sie werden nicht in dieser Form von Bridgewater veröffentlicht. Sie werden von keinem Hedgefonds veröffentlicht. Und er würde es auch nie, wenn sie veröffentlicht werden, ist das eine rein freiwillige Geschichte. Und da die Zahlen halt nicht so toll aussehen, werden sie auch nicht veröffentlicht. Ne? Und dann kommen immer nur so Schnipsel im Wall Street Journal oder bei Bloomberg. Und wenn du ein klein bisschen rechnen kannst, dann muss man jetzt kein großer Finanzmathematiker sein, kannst du diese Schnipsel dann zusammenfügen und dann kommt schon die Gesamtrendite raus. Nicht auf Monatsbasis, so granular sind die Daten nicht in den Medien, aber zumindest auf Jahresbasis. Und dann zeigt sich halt, dass das Bild eher lauwarm aussieht. Ne? Und wir sollten halt alle endlich mal realistisch auf die Hedgefondsbranche schauen und nicht diesen. Also diesen devoten Celebrity Fund Manager, Superstar Fund Manager Kult betreiben und uns von dem Marketing, super cleveren Marketing. Also Ray Dalio ist ein genialer Unternehmer, genialer Marketer, aber davon müssen wir uns ja jetzt nicht aufs Glatteis führen lassen. Und das ist eigentlich die Message, die ich hier rüberbringen möchte. Weißt du nochmal, weil du ja auch gerade sein Privatvermögen angesprochen hast, ist das alles in den eigenen Fonds investiert? Findet man dazu was, wie er selbst investiert? Also der größte Teil von diesen 19 Milliarden, die sein Vermögen bilden, das ist tatsächlich der Wert des Unternehmens. Ne? Also das liegt ja nicht Cash in so einem Depot bei Okay, der hat Consors. einfach, Ja, also er hat einfach den Großteil seines Vermögens sind einfach die Aktien, die er von Bridgewater oder die genau, ja. Anteile. Das ist ja keine Aktiengesellschaft, oder? Er wird schlau genug sein. Er ist wahrscheinlich nicht so doof wie René Benko, sozusagen da im Verlauf dieser fast 50 Jahre, die es Bridgewater gibt, wird er auch sicherlich mehr als ein paar hundert Millionen hinter die Firewall gezogen haben. Ne? Also eine Hedgefondsfirma, die kann implodieren. Ne? Die kann implodieren. Die kann. Es gab letztes Jahr in Großbritannien ein. Ich stehe jetzt im Moment auf dem Schlauch, wie der Name heißt, eine Hedgefonds-Firma mit 3, 4 Milliarden Assets under Management. Und der Gründer und Eigentümer war auch Milliardär, nicht so reich wie Ray Dalio. Und dann gab es da so einen Sexskandal, also Sexual Harassment-Prozesse, Vergewaltigung etc. Und zack, ist dieses Vermögen weg gewesen. Also weil die Firma wirklich implodiert ist, die ganzen institutionellen Anleger zogen ihr Geld ab und das Unternehmen war dann im Prinzip ruckzuck nichts mehr wert. Und wenn du verhindern willst als Unternehmer, dass sowas für dich bei dir auch passiert, weil so ein Vermögensverwaltungsunternehmen ist eigentlich ein fragiles Unternehmen, ist eine Low-Risk-Industrie, aber wenn du das ganz blöd anstellst, dann kann das ganz schnell zu Ende gehen. Und deswegen musst du natürlich im Laufe der Zeit Geld hinter die Firewall, also aus dem Unternehmen rausziehen. Und das wird Ray Dalio auch gemacht haben. Aber der größte Teil von diesen 19 Milliarden ist natürlich immer noch das Unternehmen selber. Das zeigt ja oder unterstreicht ja wieder eigentlich genau die Message, die du gerade wunderschön ausformuliert hast, nämlich dass wie bei den meisten Unternehmern der Großteil des Vermögens im Unternehmen steckt, aus dem Unternehmen kommt. Und natürlich, wenn du dann einen Teil investierst, wird es irgendwie mehr, aber du hast ja die Tabelle einge du hast ja die Tabelle oder irgendwie die Tabelle eingeblendet. Natürlich verglichen mit einem 60-40-Portfolio eher ernüchternd, vor allem jetzt, ne, wenn du auch diese brutalen Divergenzen wie jetzt 2023 hast.
Und dann meintest du ja auch, es wurden schon viele Fans abgezogen. Das interessiert. Du hast auch diese devote Haltung, also diese unterwürfige Haltung von den ganzen Journalisten angesprochen, die eigentlich Ray Dalio als Investmentlegende vergöttern. Wie kommt denn sowas zustande, dass sich eine Person so gut vermarkten kann, eigentlich die gesamte Investment-Community täuscht, weil ja die Performance nicht so gut ist und auch überall als der Investment-Experte eingeladen wird, wenn es um Probleme mit China oder er hat ja da einen wahnsinnig guten Zugang zu den Medien und wird eben dann immer hofiert. Wie erklärt man das? Gut, also sagen wir mal, Journalismus, Massenkommunikation, Medienberichterstattung, die hat halt was mit Stories zu tun und mit Bekanntheit und so weiter. Und wenn du halt jetzt den universitären akademischen Professor, Politikwissenschaftler oder Volkswirt, der sich mit China besonders auskennt und Ostasien einlädst, den aber kein Mensch kennt, weil das halt so ein Akademiker ist, Nerd ist, dann kannst du halt bei CNBC und mit deinem YouTube-Video kaum jemanden hinter dem Ofen hervorlocken. Und Ray Dalio, der, das haben wir ja gesehen, also zumindest in den ersten 10, 20 Jahren seiner Fondsmanager-Existenz tolle Renditen, nicht wie gesagt so spektakulär, aber sehr gute Renditen geliefert hat und ein sehr eloquenter Mensch ist, also der Typ ist ein Medienprofi hoch 10, ne? Da kann sich mancher Schauspieler was abschneiden von. Und dann kommt das, lässt sich das leicht erklären, ne? Also du musst die Medien brauchen bekannte Talking Heads, ne? Und ob das jetzt Printmedien sind oder modernes Social Media Medien oder TV. Also überall wird halt letztlich geht es um Auflage, Klickraten, Views und so weiter. Und diese Zahlen zu steigern, ist halt mit bekannten Gesichtern, bekannten Namen besser und nicht unbedingt mit Expertentum. Ne? Und nochmal, Ray Dalio ist, also ich habe jetzt viel sozusagen geschimpft. Ich muss ihm den größten Respekt zollen für sein Unternehmertum. Er ist ein genialer Unternehmer, er ist ein Marketing-Wizard, ein Guru. Und das muss ich auch der absoluten Fairness halber hier erwähnen. Er hat sehr viel philanthropisch getan. Er hat viel, viel Vermögen gespendet für gemeinnützige Zwecke. Das ist ja alles toll. Und so weiter und so fort. Ne? Das muss man anerkennen. Aber der Knackpunkt ist halt sein Ruhm als Investmentlegende, der basiert mehr auf gutem Marketing als auf Fakten. Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter und wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass ja so eine wechselseitige Beziehung zwischen einmal den Medien und dann natürlich Leuten, die eingeladen werden, wie Jim Cramer oder wie Ray Dalio besteht. Nämlich die Medien brauchen jemanden, wie du gesagt hast, den sie präsentieren können. Und Ray Dalio kriegt den Zugang zu den ganzen Leuten, die dann seinen Ruf aufpolieren und er hat dann natürlich Zugang zu neuen Kunden. Also es ist Marketing, es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Und genau aus diesem Grund ist dieses Video und hier deine Recherchearbeit auch so wertvoll, weil das ist ja wahnsinnig, wenn man einmal hinter die Kulissen blickt und einmal versteht, in 90% der Fällen es hier genau darum geht, etwas zu verkaufen und nicht immer jetzt hat hier super, du hast auch angesprochen in diesem Memo, wie schätzt du denn seine Bücher und makroökonomischen Zusammenhängen an? Weil er verdient ja oder sein Ruf basiert ja eigentlich darauf, ein Makroinvestor zu sein, oder? Also zum Beispiel, wenn ich das Buch über China und die USA gelesen habe, dann ist bei mir als Kunde oder dann eigentlich der Eindruck entstanden,
wenn sich jemand so tief in diese Materie eingearbeitet hat und er schreibt, dass er schon so oft in China war, die Leute vor Ort kennt, mit bis ganz hoch in die Politik, voll vernetzt ist, dann entsteht natürlich der Eindruck, dass so jemand mit seinen Investments einen Vorteil hat, also dieses Gewebe zu haben. Und persönlich habe ich auch gesagt, ich habe zum Glück nicht gemacht, weil wir alle wissen, wie jetzt gerade China dass und also die Frage, wie schätzt du, weil ich weiß, du hast da auch eine sehr konkrete. Ja, das ist auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Balthasar. Übrigens, wenn du dich vorbeugst, dann ist bei mir der Ton so ein bisschen schlechter. Also Ah, nicht okay. vorbeugen. Vielleicht hat es mit deinen Ohrstöpseln zu tun. Aber zum Punkt zurück. Also dieses sogenannte Macro-Investing, und es gibt übrigens spezielle Hedgefonds und Bridgewater Pure Alpha ist sogar einer, also die Macro-Investing betreiben. Das heißt also, die machen kein Stockpicking, sozusagen Fundamentalanalyse. Die sind auch nicht irgendwie sonst wie quantitativ orientiert, sondern die versuchen auf der Basis der Prognose von makroökonomischen Variablen, Zinsen, Inflation, Wechselkurse, Wirtschaftswachstum, was es da alles so gibt, auch Auftragseingänge in der Industrie X oder Y und so weiter, aufgrund von makroökonomischen Variablen und Prognosen dieser Variablen sozusagen eine Outperformance zu produzieren. Das nennt man Makroinvesting im Allgemeinen und Pure Alpha ist ein solcher Investor. Und man kann also auch Zahlen von dem sozusagen Sektor, Hedgefonds, Sektor, Subsektor, weil hier rechts in der Tabelle, die ich vorhin gezeigt habe, das ist der Hedgefonds-Sektor insgesamt und eine von den 50 verschiedene Hedgefonds-Strategien ist es Makroinvesting. Und wenn du nur diese Makrostrategie anschaust, indexmäßig, Hedgefonds-indexmäßig, dann siehst du genauso schlechte Renditen, teilweise noch schlechter als der Hedgefonds-Sektor insgesamt. Und der Grund ist, Makroinvesting funktioniert nicht. Makroinvesting funktioniert nicht, ne? Natürlich, alles funktioniert irgendwann mal kurzzeitig und für einzelne Fonds, aber insgesamt funktioniert es nicht. Das heißt also, und China ist ein geniales Beispiel, ne? In den letzten 30 Jahren gab es kein einziges Land auf diesem Planeten von circa 195 Staaten auf diesem Planeten, keinen einzigen Staat, keine einzige Volkswirtschaft, die so hohe Wachstumsraten hatte, durchschnittlich über die letzten 30 plus Jahre als China. Das wissen wir alles, ist banal, wenn ich das so sage. Hat sich in den letzten Jahren, hat sich sozusagen der letzten 3, 4 Jahren der Vorsprung von China auf alle anderen so ein ganz klein bisschen reduziert. Aber selbst jetzt mit all der China-Kritik hat China immer noch höhere, deutlich höhere Wachstumsraten als der Westen, als das durchschnittliche westliche Land, ne? Und selbst wenn du 1 Prozentpunkt oder 2 Prozentpunkte abrasierst, weil die chinesischen Zahlen vielleicht manipuliert sind, vom durchschnittlichen jährlichen Wachstum, volkswirtschaftlichen Wachstum, ist es immer noch so, ne? Und trotzdem hat China in den 25 Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie lange die China-Aktienmarktdaten von MSCI zurückgehen, so Pi mal Daumen, 20 plus Jahre. Also unter allen Schwellenländern und sagen wir mal unter allen circa 50 Aktienmärkten für die MSCI, nationalen Aktienmärkten, Zahlen liefert, Langfristzahlen liefert, mit einer der schlechtesten Durchschnittsrenditen produziert, trotz dieser hohen volkswirtschaftlichen Wachstumsraten. Man könnte jetzt alle möglichen Gründe dafür liefern und die werden ja auch geliefert, aber also der Punkt ist makroökonomische Variablen, ob das Wirtschaftswachstum ist, Arbeitslosigkeit, Inflation, Zinsniveau, Verschuldung, Staatsverschuldung, führt auf Jahresbasis und sogar auf 10 Jahresbasis keine nennenswerte Korrelation, also Zusammenhang, positiven oder systematischen Zusammenhang mit Aktienmarktrenditen. Das haben wir auch mal geprüft und wir sind jetzt nicht der Erste oder die Ersten, die das nachgeprüft haben. Gibt viele wissenschaftliche Artikel zum Thema Wirtschaftswachstum versus, also volkswirtschaftliches Wachstum versus Aktienmarktrenditen. Es gibt null Zusammenhang, null Zusammenhang. Also wenn du sagen würdest,
Ich habe als Strategie, ich investiere in die nationalen Aktienmärkte, ob das jetzt China ist oder Luxemburg oder sonst was, die in den letzten Jahren oder nach Prognosen in den nächsten 5 Jahren die höchsten Wirtschaftswachstumsraten hätten, dann hättest du mit dieser Strategie ganz klar unterperformt. Ne? Also Makroinvesting funktioniert nicht, weil die Welt einfach tausendmal komplizierter ist, als jetzt irgendwelche volkswirtschaftlichen Variablen einschließlich Verschuldung herzunehmen und zu sagen, daraus formuliere ich jetzt irgendwie so eine einfache oder auch algorithmische Strategie, also gute makroökonomische Zahlen, dann investiere ich dort. Und das funktioniert nicht. Ne? Und deswegen sind viele von diesen, auch im YouTube-Sektor, im Influencer-Sektor, viele von diesen Stories, ne? Ich analysiere jetzt mal, auch Deutschland ist ja auch ein gutes Beispiel. Die Dinge laufen ja überhaupt nicht gut in diesem Land seit einiger Zeit. Ja, was bedeutet das jetzt für den Aktienmarkt? Also für mich bedeutet es einfach nur, ich investiere global. Dann habe ich in alle Länder, dann habe ich das Deutschland-Problem zum allergrößten Teil sowieso weggehedged, im Guten wie im Schlechten. Ich glaube, das war wieder super wichtig, einfach mal nochmal zu hervorzuheben und zu betonen, es ist so verdammt schwierig, den Markt zu schlagen. Und die meisten Menschen, die versuchen, den Markt zu schlagen und damit Geld verdienen, machen das, wie du gerade gesagt hast, übers Marketing. Dadurch, dass sie eine geile Story haben, dadurch, dass sie Zugang zu Menschen, zu Ressourcen, zu irgendwelchen Netzwerken haben, aber durch richtige Performance den Markt zu schlagen, ist wirklich, wirklich schwer. Was mich jetzt noch interessiert, weil ich ja auch oft überlege, oder China und jetzt wird wieder die nächste Story, das nächste Narrativ, die neue Sau durchs Dorf getrieben, das ist jetzt ein bisschen Indien und wahrscheinlich da irgendwann war es mal Japan und dann wird vielleicht irgendwann mal Taiwan, weil Artificial Intelligence, die ganzen Chips werden dort hergestellt. Was mich noch interessiert, es gibt, glaube ich, wenn man sich alle Daten anschaut, aber schon eine Outperformance des S&P 500 oder des amerikanischen Aktienmarktes. Deswegen, und jetzt kann natürlich das Gehirn wieder sagen, okay, Amerika, das Land des freien Kapitalismus und so weiter, das macht ja Sinn, dass die USA alles schlagen. Wie stehst du dazu, dass du einfach sagst, wer den Markt schlagen will, nimmt einfach den S&P 500? Also ich bin da ziemlich skeptisch. Es ist wahr, dass über die letzten, sagen wir mal, 120 Jahre, so 123 Jahre bis 1900, gehen qualitativ einigermaßen verlässliche Aktienrenditen, Zahlen, Aktienmarktzahlen für 20, 25 Länder zurück, ne? Also wir können für die letzten 123 Jahre, ob das jetzt Japan ist, Deutschland, Frankreich, Neuseeland, Kanada, USA und so weiter, nationale Märkte vergleichen. Und in diesen 123 Jahren haben die USA real inflationsbereinigt, so Pi mal Daumen, 6,5% Rendite per annum gehabt, der US-Aktienmarkt, versus die Welt ex-USA unter 5%, also 4,8 oder irgendwie sowas in der Größenordnung, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also es ist schon ordentlicher Unterschied. Der größte Teil dieses Deltas kommt allerdings sozusagen aus der ersten Hälfte dieser 123 Jahre, sozusagen die 50 Jahre, in denen der Erste und Zweite Weltkrieg stattgefunden hat, weil der halt die USA im Grunde genommen nicht beeinträchtigt hat. Im Gegenteil, er hat Deutschland geschadet, jetzt nur als ein Land herauszugreifen, Japan. Aber den USA genützt, ne? Weil in den USA wurde keine Infrastruktur beschädigt und teilweise konnten die USA sozusagen weltwirtschaftliche Marktanteile gewinnen, dadurch, dass in Europa völliges Chaos war und Länder wie Italien oder Deutschland oder Japan plötzlich als Wettbewerber ausschieden. Der Unterschied ist nicht mehr so groß. Er ist immer noch da, wenn ich die zweite Hälfte von diesen 123 Jahren hernehme und natürlich die letzten 10 Jahre, circa 10, 12, 13 Jahre hernehme. Da ist auch wieder sehr groß gewesen. Ne? Und ich persönlich kann nur davor warnen, aus diesen historischen Zahlen, dieser sogenannten Outperformance des US-Aktienmarktes,
abzuleiten, dass das immer so bleiben wird und auch in Zukunft so sein wird. Japan hat mal 40 Jahre lang den globalen Aktienmarkt einschließlich der USA deutlich outperformt, also von grob gesagt 1950 bis etwa 1990 war Japan mit Abstand der ertragreichste Aktienmarkt der Welt. Und wie die Geschichte dann nach 1990, circa 91, weiterging, das wissen wahrscheinlich alle, die heute zuschauen. Es gibt mehrere große nationale Aktienmärkte, die in den letzten 120 Jahren sozusagen von 100 auf 0 gingen. Russland, China, Deutschland, also durch die Katastrophen, die diese Länder produziert haben. Argentinien war mal eines der in Anführungszeichen reichsten Länder der Welt, also zumindest gemessen am Bruttoinlandsprodukt, also den Haushaltseinkommen grob gesagt. Pro Kopf war Argentinien bis in die 1920er Jahre reicher als Frankreich oder Deutschland als Beispiel. Damals vor den USA und auch da wissen wir, wie die Geschichte eben durch Sozialismus und Militärdiktaturen und verpassten Strukturwandel weiterging. Also jedes Land und Ray Dalio ist ja so, sogar kurioserweise einer, der sowas auch sagt, jedes Land. Jedes Empire, ne, auch das Römische Reich und so weiter. Auch China ist ein tolles Beispiel, war also bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts eine Outperformer-Volkswirtschaft, aber in den letzten 200 Jahren halt nicht mehr. Also jedes Land kann in eine Malaise gehen und die USA. Und das schließt die USA nicht aus. Die USA hat eine höhere Staatsverschuldung als das durchschnittliche Eurozonenland. Die USA haben ein Riesendrogenproblem. Riesendrogenproblem. 30% aller Amerikaner, 25% haben keine Krankenversicherung. Die staatliche Rentenversicherung in den USA ist ein Desaster, nicht so sehr im Sinne von Finanzierung, wie das deutsche Rentensystem, sondern dass kaum einer eine staatliche Rentenversicherung hat, von der er dann leben könnte im Alter. Dann haben wir auch eine unglaubliche Spaltung der Gesellschaft. Ende dieses Jahres wird es Wahlen geben. Ich hoffe nur, also wir sollten uns alle, auch die Skeptiker, Amerika-Skeptiker, die Daumen drücken, dass da nicht noch mal so ein Desaster kommt wie vor 4 Jahren, Stichwort Sturm auf das Kapitol. Damals haben führende Politiker in den USA von der Gefahr eines Bürgerkriegs gesprochen. Der amerikanische Vizepräsident entging knapp einem Lynch, Mob, So auch krass. Chefin des Parlaments, Nancy Pelosi, zweit- oder dritthöchstes Amt im Staat. Also zu glauben, dass das in den USA immer so gut weiterlaufen wird, aktienmarktmäßig, wie es in der Vergangenheit das getan hat, das halte ich für sehr naiv. Sehr naiv. Und deswegen, ich sage jetzt nicht raus aus den USA, um Gottes Willen, mit seinem Investment, aber sozusagen alles auf eine Karte setzen, zum Beispiel nur S&P 500, keine gute Idee meines Erachtens. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Also, lieber Gerd, ich habe wieder super viel gelernt. Ich bin mir sicher, da war für absolut jedem was dabei. Auch kurz nochmal der Schwenker, wie es mit den USA aussieht. Ich weiß, dass sich da viele Leute damit beschäftigen. Man möchte ja dann doch immer ein Gipfelchen obendrauf, oder? Man möchte immer den Markt schlagen und so weiter. Je nachdem, wer das Risiko nicht eingehen will, der kann halt einfach die Überrendite nicht erzielen. Vielen Dank für deine Zeit und ich verlinke die ganzen Artikel. Du hast ja drei Artikel erwähnt und dann sehen wir uns mal in einem Update-Video. Ich freue mich. Gerne, beides auch. Schönes Wochenende.